Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal zum allerersten Video. Ja, wir gehen jetzt erstmal in die Mitte und versuchen was Gutes zu bekommen. Ja, ging eigentlich. Ja, also ich werde euch heute in diesem Video einfach mal erklären, wer ich bin, was ich so bringen werde und vieles weitere. Also ich fange erstmal an, wer ich bin. Also ich bin der M8 Games in-game, auch unter halt, auch wie mein Kanal heißt, und in Real Life heiße ich Nelson. Ich werde jetzt auf diesem Kanal in der Woche 2 Videos hier bringen und versuche sie in größter Qualität hochzubringen. Also zum Beispiel 1080p und 60 FPS. Aber kommt jeweils darauf an, wie lang so eine Runde ist. Wenn die zum Beispiel nur 5 Minuten geht oder so, dann kann ich sie in 1080 FPS und weiteres rennen. Aber wenn ich merke, die geht über 10 Minuten, dann überlege ich mir mal doch nochmal, in was ich die renne. Ah, ich versuche trotzdem die 60 FPS und auf jeden Fall HD zu bleiben. Ja, was ich auf meinen Kanal so bringen werde, wird hauptsächlich nur Hive SG sein, aber ich werde auch ab und zu mal ein paar Minigames spielen. Ja, wer nicht bemerkt hat, wir spielen hier auf der Map Ödosaurus. Eigentlich eine ganz gute Map, nur was mich ein bisschen aufregt, dass die Secrets entfernt wurden. Ich weiß auch nicht wieso und warum, aber ich habe ja gehört, Ödosaurus 2 soll rauskommen. Weiß auch gar nicht, ob ich die Map richtig ausspreche. Ich hoffe mal, dass ich sie richtig ausspreche. Ja. Ja, was könnte ich denn noch so erzählen? Also meine Accounts sind hier M8 Games, wie man es da oben sieht. Und sonst noch Face M8. Aber sonst habe ich eigentlich nicht viel mehr Accounts. Ich könnte ja vielleicht erzählen, wie ich auf den Namen gekommen bin. Das ist eigentlich nicht so eine gute, nicht so eine sehr geile Geschichte. Ich habe eigentlich die ganze Zeit nur irgendwie so bei so random Seiten, habe ich erst nur so geguckt. Dann habe ich in Kommentaren geguckt, wie sich so Leute genannt sind. Da habe ich halt EP Games gesehen. Ja, natürlich kannte ich ihn schon davor, aber ich bin jetzt eigentlich nicht so auf Seiten angekommen. Dann dachte ich, kann mich jetzt nicht so genauso wie er nennen und habe dann einfach eine andere. Dann wegen Mate halt M8, ja. Also fand ich eigentlich ganz gut und der Name war halt auch nicht vergeben. Ja, halt, aber ist ja auch kein besonderer Name oder so. Wie Verium oder keine Ahnung. Ja. zu den Designs, die mir gemacht wurden, der Banner und das Profilbild. Soll ich auf den raufgehen? Ah, der hat gute Rüstung. Also das Banner und Profilbild wurden mir von Slowly Drifting gemacht. Kennt ihr bestimmt, ist ja ein leicht größerer YouTuber, und die anderen Designs wurden mir so von Designern gemacht, also Thumbnails und so. Und ein Intro mache ich mir dann noch später. Aber muss jetzt erstmal auch gucken, wie ich das jetzt hier so schaffen werde. Ja. Gucken wir nochmal, ob wir ein besseres Equip bekommen. Nee, da waren nur dumme Schuhe drin. Ah, hier war eine Hose drin. Nice. Okay, das ist ja dann gut. Ja, und dann mal kurz gucken, ob wir noch ein paar Gegner finden oder so. Bis jetzt ist die Runde ja noch relativ langweilig. Jetzt auch schon mein dritter Aufnahmeversuch. Also ich hatte jetzt schon davor mehrere Runden. Und einmal habe ich sogar 400 plus gemacht, da habe ich so einen Typ getötet. Irgendwie Chaos einem irgendwas. Und der hat einfach 400 Punkte getroppt. Das war schon ganz nice. Ja, aber dann war da ein Hacker und der hat mich dann in SG7 zerhackt. Und danach hatte ich nochmal SG7 mit der Angel geschlagen. Ey, der hat den Kill abgestoppt. Ja, das waren eh nur 5 Punkte, Bandys. War jetzt richtig spektakulär, der Kampf. Oh, und schon Deathmatch. Also die Runde könnte was werden. Ich glaube, ich nehme die jetzt auch. Weil, also das ist jetzt mein 4. Aufnahmeversuch. Und ich wurde einmal zerhackt. Einmal wurde ich am Jumppad runtergeschlagen. Und einmal... Ah ne, das ist mein 3. Aufnahmeversuch. Stimmt. Ja. Und die Runde geht ja eigentlich von der Zeit her, also wird die wahrscheinlich 1080p und 60 FPS, mein Gott. Okay. Oh. Oh, okay. Der Kampf war jetzt schon ein bisschen mehr intens. Muss aber ins Wasser fliehen, weil... ein bisschen Schaden gemacht hat, das Feuer.
Aber jetzt sind wir ein bisschen low fürs Deathmatch. Vielleicht war es doch nicht so gut, am Anfang jetzt mit ihm zu kämpfen. Und er geht gleich auf mich rauf. Komm, bleib weg von mir. Ey. Der hat Eisensperrt, okay. Ach, das Texture Pack, mit dem ich spiele, ist außerdem Veren Version 3. Deswegen ist mir auch Veren eigentlich gerade nur eingefallen bei den speziellen Namen. Alter, und der Typ, der will auch unbedingt uns haben. Ich wusste, dass er schreibt, aber ich muss halt recken. Das ist vielleicht auch ein bisschen noobig, jetzt die ganze Zeit mit der Angel ihn zurückzuhalten, aber er kann ja auch auf den anderen gehen. Hat denn der andere ein besseres Schwert vielleicht? Okay, der kriegt dann den Hit. Ja, dieser, dass der da oben zuguckt, das regt mich ein bisschen auf. Versuchen wir den mal da oben zu holen. Okay, kriegt dann mal den Fallschaden. Oh ne, der kommt von hinten. Nice, der ist down. 100, fast 200 Punkte. Okay, erstmal schneller was. Okay, das Eisenwert haben wir aufgeholt. Aufgesammelt, aufgeholt. Schieß, mein krasses Deutsch. Ja, und das ist ein Randy, der ist jetzt auch so gut wie tot. Hier holen wir nochmal den Bow. Okay, geht halt alles daneben, okay. GG. Ja, da haben wir diese Runde auch gewonnen. War der dritte Aufnahmeversuch, war ja ganz gut. Ja, und die Leute, die mir die Designs gemacht haben, verlinke ich einfach in der Beschreibung. Ich hoffe, euch hat das erste Video gefallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich abonnieren oder ein Like nach oben lassen. Und dann sehen wir uns gleich im nächsten Video wieder. Ciao.